die Jahre hineinzugehen. Hat das die Welt eigentlich gestört? Ich habe das Gefühl nicht. Ich glaube, sie fanden das einen guten Politikstil, mal zu gucken, wie man je nach Sachverhalt die entsprechende Mehrheit zusammenbekommt. Wir werden ja gleich erfahren, wie die Quittung dafür aussieht. Wichtig vielleicht zu wissen, nirgendwo in Deutschland hat Rot-Grün länger und häufiger regiert als in Nordrhein-Westfalen, nämlich bisher in 12 Jahren. Ganz gleich so, ich verspreche Ihnen, die Prognose hat Kort nicht mehr. Das sagt für den Landtag in Nordrhein-Westfalen voraus. Die CDU stürzt 26% in diesem Jahr. Die SPD mit deutlichen Zugewinnen 39%, wahrscheinlich der Sieger des Abends. Die Grünen fast unverändert bei 12%. Der andere Sieger heißt FDP, 8,5% stark im Landtag. Die Linke fällt mit 2,5% sicher raus. Die Piraten sind 5,5% und die Grünen verstehen zusammen 4,5%. Weiter werden im Landtag also 5 Parteien vertreten sein. Die Linke wird das Parlament verlassen, die Piraten kommen hinzu und das sind die Staaten der Fraktionen. Dabei gehen wir schon von einer gewissen Zahl an Überhangmandaten aus. CDU 62 Sitze, SPD 93, deutlich stärkste Kraft, Grüne 28, FDP 20 und die Grünen 20. Die entscheidende politische Frage auf Landesebene heißt, reicht es für Grün? Und die Antwort dazu lautet ja, und zwar ziemlich deutlich. SPD und Grüne kommen zusammen auf 121 Sitze. Bei dieser Landtagsgröße würden 111 Sitze für die Mehrheit ausreichen. Das ist mehr als deutlich. Zum Schluss der Blick auf die Wahlbeteiligung. Die dürfte in etwa auf dem Niveau von 2010 liegen. 59% ist die Schätzung, also in etwa gleichbleibend. Vier Botschaften gehen von dieser Wahl aus. Hannelore Kraft hat als Person einen großen Wahlsieg eingefahren. Rot-Grün ist bestätigt und ganz eindeutig das Wunschbündnis der Wähler. Für die CDU ist das Ergebnis ein Debakel. Und bei der